Servus Leute und herzlich willkommen zum ersten Vlog. Und zwar, ich mache eben einen YouTube-Account, damit ihr mich bzw. uns begleiten könnt auf unsere Abenteuer. So, wir befinden uns jetzt im Flughafen München. Wir befinden uns jetzt im Flughafen München und fliegen jetzt zuerst nach Abu Dhabi und dann geht's weiter nach Perth und dann nach Sydney. Also wir sind glaube 34 Stunden so unterwegs. Alter, wir sind die Letzten. Scheiße, man sieht gar nichts. Dankeschön. Nochmal 10 Stunden oder so warten auf den nächsten Flieger. Wir sind hier bei den geilen Christmas Tree. So sieht es hier in Perth aus, als wir von München nach Abu Dhabi geflogen sind, also bei der Kontrolle sozusagen, bei der Sicherheitskontrolle. Ratet mal, wer da durchgecheckt wurde. Er oder ich? Wer wurde kontrolliert? Sozusagen so genau kontrolliert. Natürlich ich. Er ist halt von Luca durchgekommen und dann bei mir, ich bin halt durchgelaufen. Dann wurde ich erstmal zur Seite irgendwie gebracht und dann hat man mich die ganze Zeit voll abgekriegt. Kompletter Drogentest. Ja, Drogentest. Und dann hat man mir befohlen, sozusagen meinen Rucksack aufzumachen. Hab ich dann gemacht und dann hat man da nochmal so einen Drogentest gemacht. Das war echt irgendwie voll komisch. Und der hat sich die ganze Zeit den Arsch abgelacht. Wir sind jetzt in Sydney angekommen in unserer Wohnung. Also die Wohnung ist eigentlich an sich voll cool. Ich kann irgendwie gar kein Englisch. Das ist irgendwie auch am Central Station am Bahnhof. War es auch wohl lustig. Da habe ich mich vorgefragt, wie man ein. Also, das wird halt Likard und so gesprochen, gell? Likard wird das auch gesprochen. Was sag ich zu der Kassiererin oder zu der Frau halt? An der Vorstadt? Leichhard. Läuft bei mir. Deutsch und so, Englisch, Deutsch, Englisch. Also, wir gehen jetzt erstmal einkaufen, weil wir haben abnormal Hunger. Ja, hier ist das Wetter irgendwie voll schön. Und die Gegend auch. Nur das irgendwie der Verkehr, damit komme ich aber noch nicht klar, dass das von nichts fährt. Das wird uns bestimmt mal die Probleme bereiten, wenn wir mit dem Auto fahren. Okay Leute, hier gibt es auch irgendwie eiskalt Aldi. Ich fühle mich jetzt sogar fast wie in Deutschland. Sieht irgendwie fast genauso aus. Ich darf diese filmen, oder? Egal, YOLO. Das ist echt lustig, jetzt hier in Sydney gleich mit den Weihnachtssachen und so. Wir wollen halt weg vom Winter und dann werden wir gleich hier nochmal mit Winter konfrontiert. Echt geil. So sieht das Backpacker-Frühstück aus, würde ich mal sagen, oder? Wir sind erst vor kurzem aufgestanden. Es ist jetzt 9:30. Ja, und wir sind einfach eingepennt. Morgen früh treffen wir uns mit zwei anderen Kumpels, dem Manu und Markus. Und ja, wir zeigen uns ein bisschen die City. Ja, ich würde sagen, wir schlafen jetzt und sehen uns am Morgen. Servus!